Das Hermes Wirtschaftsforum hier im Kongresscenter Baden steht diesmal ganz im Zeichen des Standorts Österreich. Die Frage ist, wie lässt sich eine Zukunft sichern, wenn der Druck auf heimische Unternehmen wächst, wenn die Industrie allmählich abwandert und die Inflation nicht nur Konsumenten, sondern auch Betriebe belastet? Dazu diskutieren heute hochkarätige Gäste, darunter Finanzminister Magnus Brunner, als auch Spitzenvertreter aus Transport und Logistik, Industrie sowie der Immobilienbranche. Was können wir tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben? Ja, da gibt es unterschiedliche Ansätze, sowohl auf nationaler Ebene, aber vor allem auch auf europäischer Ebene. Wir leben in einem internationalen Wettbewerb und wir müssen schauen, dass die Wettbewerbsfähigkeit Europas hoch bleibt. Wir haben gewisse Nachteile, Standortnachteile, sind die hohen Energiekosten, die hohen Lohnkosten gegenüber anderen Regionen dieser Welt. Und unsere Konkurrenz sitzt nicht in München oder Nordrhein-Westfalen, sondern die sitzt in China oder in den USA. Und da müssen wir als Europäische Union einiges dran setzen, um uns besser aufzustellen. Internorm produziert seit 93 Jahren nur in Österreich. Wie geht sich das eigentlich aus? Mit ganz innovativen Produkten, mit denen man sich differenzieren kann. Das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, indem man besser, schneller und innovativer ist als alle anderen. Sonst würde es nicht gehen. Die Post hat beschlossen, bis 2040 völlig CO2-neutral zu sein. Wie geht sich denn das mit der Wettbewerbsfähigkeit aus? Ja, es gibt mehrere Dimensionen, die wir hier verfolgen. Das eine ist, dass wir im gesamten Immobilienbereich uns permanent verbessern. Das heißt mit Photovoltaik, mit Wärmepumpen, mit nachhaltigen Bauweisen. Das zweite ist, dass wir auf der letzten Meile unsere 10.000 Zustellfahrzeuge Richtung E-Mobilität transformieren. Inzwischen stehen wir bereits bei 4.000, heuer kommen wir weitere 1.000 dazu. Kürzlich wurde ein Milliardenpaket für den Wohnbau geschlossen. Wie wird das die Branche verändern? Auf jeden Fall wird es sich verändern. Es ist wie ein Konjunkturpaket, es ist ein Motor und diesen Motor müssen wir alle nehmen, ergreifen und umsetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger. Und wichtig ist auch, es ist für die Miete und für den Kauf, nämlich für beide Richtungen. Das ist ganz wichtig. Und für ganz viele verschiedene Personen, ob junge, dynamische Menschen oder auch ganz andere. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man alle denkt und nicht nur an einen. Jetzt an sich, wir haben eine sehr hohe Inflation in Österreich. Es gibt auch Gründe, warum das so ist. Was sagen Sie, wie sehr darf oder soll ein Staat auch eingreifen in Unterstützungsleistungen? Ja, das ist eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Der Staat kann nicht alle Krisen dieser Welt zu 100% kompensieren. Das ist nicht Aufgabe des Staates aus meiner Sicht. Der Staat muss schon, vor allem in Krisenzeiten natürlich, unterstützen. Im privaten Bereich, was die Haushalte betrifft und dort so treffsicher wie möglich auch sein. Das ist uns im Großen und Ganzen gelungen, nicht überall, das ist so fair, so ehrlich muss man sein, aber wir haben uns bemüht. Und jetzt geht es auch darum, den Weg aus dieser Krise, aus diesen Krisen herauszufinden und dort auch Unterstützungsleistungen, die aufgrund der Krisen passiert sind, wieder zurückzufahren. Sie haben es schon angesprochen, die Branche steht unter einem unglaublichen Transformationsdruck. Welche Veränderungen passieren jetzt gerade, die umgesetzt werden? Naja, aktuell natürlich das Thema Defossilisierung des gesamten Güterverkehrs. Wir versuchen natürlich auch die Schiene weiter zu stärken. Nur vielleicht eine Zahl, die sehr, sehr greifbar ist und die wir auch stark verfolgen wollen. Wenn es uns gelingen würde, nur den Transitverkehr auf der Straße auf die Schiene zu bringen, bedeutet das eine Verdoppelung des Transportaufkommens von der Schiene. Da brauche ich Infrastruktur, da brauche ich aber auch eine Terminalstrategie, die über Österreich herausgeht. Was würden Sie sich eigentlich vom Wirtschaftsstandort Österreich noch wünschen, wenn Sie sich was wünschen dürften? Eine bessere Einstellung zu Unternehmertum und zu Wirtschaft, weil das ist eigentlich die Drahtsäule von unserem Wohlstand. Und nur in der Wirtschaft entsteht Wertschöpfung und Wertschöpfung ist die Basis für Steuern. Und all die, die sich auf Vater Staat verlassen, brauchen jemanden, der vorher Steuer zahlt und Wert schöpft. Und das ist die Wirtschaft.